Moment, ich erlöse dich. Ach komm, mach's mir nicht so schwer. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dead Space, die 93 Stufe. Also im letzten Teil habe ich mich am Anfang ziemlich blöd angestellt, dass ich diesen Wandkrabbler, keine Ahnung, wie ich den genannt habe, den Wandumarmer, den Wandcrabber, keine Ahnung, nicht richtig töten konnte. Keine Ahnung warum. Ja, was war noch weiteres passiert? Shelly ist uns wieder begegnet, also der Schallbuster. Also, wo geht's hier lang? Ach, da außen rum, okay. Und ja, ein kleiner Greifarm wollte wieder mit mir kuscheln. Ich habe ihn heraufbeschworen. Wo ist er? Ach, das ist noch ein zweiter Aufzug. Richtig? Zuführung? Nährstoffhass wird ersetzt. Okay. Einleiten. Wo? Ich bin hier. Nährstoffhass wird ersetzt. Ach, da unten sitzt der. Verstehe. Na du? Oh, der ist ganz schlau. Der versteckt sich dort. Also, das Problem ist die Zufuhr, aber dadurch, dass der da noch ein bisschen seine Asthma-Probleme hat, wie erwische ich ihn? Okay, ich muss ganz schnell. Achso, ich hab's. Okay, jetzt verlangsame ich dich. So. Ich würde sagen, ist jetzt wieder gut? Habe ich ihn erwischt? Also hören nicht mal atmen. Nährstoffhass wird ersetzt. So. Jetzt sollte es wieder in Ordnung sein. Noch einmal. Nährstoffhass wird ersetzt. Wie oft muss denn das... Wie oft muss ich das machen? Nährstoffhass wird ersetzt. Dankeschön, aber wie lange... Wie oft muss ich das machen? Da bin ich jetzt fertig. Okay, also anscheinend bin ich fertig. Ebene 1, Ebene 2, ich habe keine Ahnung, ich gehe einfach mal lang. Wieso habe ich den vorhin nicht bemerkt? Oder hat er da geschlafen? Und deshalb nicht. Okay, gut, jetzt habe ich anscheinend unten alles erledigt. Jetzt wäre es der Teil gekommen mit dem Tentakel, aber zum Glück habe ich den Teil schon überstanden. Was mich ziemlich erschreckt hat. Ich dachte mir, ich habe das wirklich so gesagt, ich habe wirklich wieder den Teufel an die Wand gemalt. Warum habe ich das Gefühl, dass durch ein Tentakel kommt? Ich habe keine Ahnung. Es hat ein tentakeliges Gefühl und dann kam ich hierher und auf einmal... Bitte nicht nochmal. Yep, er ist schon tot. Der weiß, dass man sich nicht am Chovo vergreift, ansonsten beißt der Chovo. Und der beißt mit scharfen Zähnchen. Mit scharfen, geraden Zähnchen. Das war aber... Das Ich hoffe aber auch, dass sie jetzt gerade sind nach der ganzen Arbeit, die ich hatte. Okay. Kühlkammer. Gut. Was ich auch noch gefunden habe, ist dieses Alphabet. Für die Alien-Sprache, die ich jetzt sogar übersetzen könnte. Wenn ich wollte. Eintritt Schwerelosigkeit. Gut, aber kein Vakuum, oder? Okay, ganz vorsichtig. Wow, okay, also hier darf ich mich nicht hinstellen, okay. Okay, da kann ich nicht hinfliegen. Auch nicht. Wo kann ich mich bitte hinstellen, ohne einen Schlag zu kriegen? Okay, doch dort, okay, wupp. Alter Falter, ist das eklig. Moment, von da bin ich gekommen. Okay, gut, gut. Lang dir an das Teil, ja. Ach, der tut es justieren. Das ist ja ein Detail. Interessant.
Also da kann ich auf gar keinen Fall hin, da werde ich ja elektrifiziert. Dein vielleicht? Oh Mann. Vielleicht wenn ich es anhalte? Ah, okay. Manchmal kann ich mein Gehirn schon. What the hell? AJ, nicht du schon wieder. AJ, ich habe ganz andere Probleme. Nämlich, dass mir die Muni fehlt. Okay, komm her, komm zu Papa. Komm zu Papa Trovo. Du bist schon mal tot. Du schießt nicht auf mich, ich schieße auf dich. Dankeschön. Moment, da habe ich was Schönes. Das ist meins. Credits. So viele Credits. Wo sind die Credits? Habe ich die Credits schon? Ein? Aus? Kann ich das ausschalten? Aus. Aha. Ich bin nicht nur Klimpner, ich bin auch Elektriker. Oh. Ah, da liegst du, okay. Da lang, okay. Hüpp. Sehr verwirrend, muss ich sagen. Moment, wo lang? Hier lang? Da, wo das Blut ist. Dem Blut muss ich folgen. Kam das nicht... War das nicht mal bei Outlast vorgekommen? Folge dem Blut? Hoppala. Na super. Wo lang? Okay, du machst die schlechte Luft. Jetzt ist wieder gut. Das war die letzte Einheit. Die Okay, ich habe dir leider nicht ganz zuhören können. Aber du hast irgendwas von Halluzination geredet. Moment. Ist jetzt nur eine Vermutung. Aber könnte das bedeuten, dass die Nicole, die wir sehen, auch schon tot ist? Das ist natürlich nur eine Theorie, aber hey, wenn hier jeder von uns was sieht, wer weiß. Ah, da war das. Moment. Was denn? Ich drücke gerade keine Taste. Moment. Alter. Ich drücke gerade keine Taste, Leute. Ich drücke gerade keine Taste und ich laufe nach links. Moment. Was war denn gerade los? Ich will was probieren, ob das funktioniert. Oh. Hey, meine Munition! Ich kann die an... Ich kann die... Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Ich kann mir Chinesen auch Sachen wie Munition anziehen. Cool. Okay. Der Abschnitt ist jetzt auch erledigt. Gut. Ah, und da ich die... Diesmal habe ich aber ein Männchen gesehen. Magst du das Licht nicht? Moment. Halt, stopp. Moment, ich erlöse dich. Ach komm, mach's mir nicht so schwer. So. Jetzt kannst du in Frieden ruhen. Oh, Vorsicht, Stacheln. Ich möchte niemanden das zutrauen, so leben zu müssen. Yes. Kann man das überhaupt noch Leben nennen? Weiß ich statt Leben überhaupt? Hier in Frieden zu leben oder wie, oder was? Okay, wo lang? Ja, einmal um die... Einmal... Doch da lang, oder? Was? Ach, da ist das Loch, okay. Whoop! So. Arbeit erledigt. Arbeit erledigt. Jut, jut, jut. Ende der Schwerelosigkeit. Danke. Okay, wird Zeit, mich ein bisschen aufzufrischen. Für den Fall der Fälle. Dankeschön. Ich
Ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich ein... Also ich würde es jetzt nicht als reines Horrorspiel ansehen. Es ist mehr ein Horror-Action-Spiel, aber es gefällt mir wirklich richtig gut. Diese Mischung macht's einfach. Zwischen Action, Horror und auch Rätseln. Finde ich wirklich richtig gut gemacht. Obwohl, und dieses Spiel ist ja schon, das ist ja 2008 erschienen, das ist ja schon wieder 7 Jahre alt. Alter Vater, oh ja, natürlich, speichern. Möchte speichern? Natürlich. Extra speichern, dankeschön. So, wie lange habe ich jetzt schon gespielt? Knapp. Fast jetzt 6 Stunden, okay. Ja, das fühlt sich wirklich so an, als hätte ich 6 Stunden gespielt. Moment, aufladen. Okay, ich denke, davon habe ich auch wieder Muni. Ja, 6 Schuss. Wo geht's lang? Nach unten, okay. Du bist mein Boss. Und auf dich höre ich. Okay, ich brauche nicht Enter-Taste, ich kann auch einfach E drücken. E für Enter. Soll das bedeuten, ich bin hier fertig? Ist jetzt alles wieder in Ordnung? Kann ich jetzt mich dem Leviathan stellen? Ja, kann ich das? Kann ich dies? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Schande. Wow, mit der letzten Kugel. Ripperklingen. Alter, ich kann ganz viel verkaufen. Du bist tot. Und du bist tot. Wow. Okay, du warst doch noch nicht tot. Der hatte noch ein bisschen Leben in sich. Du bist mir aber auch ein kleines Schlitzohr. Was sicher ein interessantes Szenario. Die stehen dort, warten auf mich. Okay, wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Naja, die sind noch menschlich, aber hey, ich will dich bei den anderen. Ja, ich kenne dies hier. Wenn die Familie dich einfach nicht versteht, wenn man sich umorientiert, das ist einfach nicht schön. Nee, nee, du, nee, nee. Und dann, hey, hey, Moment, die Tür geöffnet. Okay, okay, alle Mann in Rolle. 1, 2, 3. So ein kleines Schauspiel. Ist jemand dort? Ist jemand dort? Nein. Gut. Okay, erstmal zur Werkbank. Mal sehen, was tue ich ab, Queen? Dass ich mir... Vielleicht jetzt meine Ripper klingen, dass ich mir Schaden mache? Vielleicht meine Gesundheit? Okay, ich schau mal an, was ich machen könnte. Die Rick. Okay, ich bräuchte 3, um hier sofort weiterzukommen. Ich glaube, mit dem Schaden, was ich aushalten kann, würde das noch reichen. Hier bräuchte ich aber auch 3. Tempo. Mal sehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nein, nein. Und 2 Punkte erhöht. Vielleicht sollte ich vielleicht was mit Stase machen. Oder mein Impulsgewehr auf. Mehr Kapazität, mehr Schaden. Nachladen schneller, Kapazität mehr. Wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen mehr Schaden machen würde, wenn ich mich drauf verlassen muss. Okay, dann machen wir das einmal hier und einmal hier. Zazappa, 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 super. Gut. Ein bisschen Ausgleich möchte ich haben zwischen Wick, Erstwaffe und Zweitwaffe. Je nach Situation muss ich mich ja manchmal auch einfach aufs Gewehr verlassen können. Da braucht es einen richtigen Wumms. Ich tippe auf Nicole. Nicole, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du lebst oder nicht. Okay, ist alles wieder in Ordnung. Luftfilter aktivieren. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Das bedeutet, wir können uns nun dem Leviathan stellen. Wir haben doch dieses Gegenmittel. Heißt das, wir müssen ihm das spritzen und dann ist alles gut? Oder? Keine Ahnung. Ich vermute es. Okay, erstmal zum Shop. Kann schön was verticken. Ich habe ganz schön... Wie viel Credits habe ich? Darauf habe ich nicht geachtet. Ich habe... 9.350. Ja, doch nicht so viel, wie ich dachte. Viel... Okay, das kann ich ja verkaufen. Alter, das hat sich schon verbessert. Stase, Plasma, Impuls...
Munition für Rüppel kann weg, das Zeug. Okay, das ist alles, was ich habe. Okay, was kaufe ich mir Schönes? Muni kriege ich eigentlich schnell wieder. Wobei, 3 kann ich mir eigentlich schon kaufen. Auf Nummer sicher. Und dann würde ich mich wirklich auf Mini-Packs konzentrieren. Weil so oft, wie ich getroffen werde, ist es von Vorteil, wenn ich das so mache. Einen könnte ich eigentlich nutzen. Dann habe ich volles Leben und dann nochmal abweichen. Ich habe so viele kleine. Sasasam. Gut. Nochmal abgespeichert oder dann schauen wir erstmal weiter im Spiel, was da jetzt passiert, weil ich bin noch mal gut in der Zeit, da kann ich noch zeigen. Wenn es aber darauf hinausläuft, dass jetzt der Leviathan im Postkampf kommt, Postkampf hat das Spiel ja auch, dann würde ich vorher wahrscheinlich einen Schnitt machen, weil der Kampf würde ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay, einmal wechseln, einmal nachladen. Dankeschön. So, Sesam, hilf nie dich. Okay, Sesam, schließe dich. Ich bin weg. Sag mir nicht, ich bin in seinem Magen. Oh, Beine übersehen. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt. Total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob... Ich warte da auf dich. Der Tempel hat doch diese Elizabeth gesucht. Ist die das vielleicht? Ich habe Angst, was passiert. Oh, ihr gebt mir Muni. Für was brauche ich wohl Muni? Oh, okay. Und ihr gebt mir nochmal Medi. Medi. Aktivieren, Nährstofffilter. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Natürlich. Natürlich darf ich das wieder machen. Es ist nur was vom Gengift, dass ich hier gegen riesige Monster antreten muss. Das stand hier nicht im Arbeitsvertrag. Gut. Hinter diesem Tor wartet der Leviathan. Wie wird er aussehen? Keine Ahnung. Wir müssen uns überraschen lassen. Schöner Cliffhanger. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe auf Dead Space gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Nächstes Mal der Bosskampf Leviathan gegen Isaac. Wer wird siegen? Wer wird gewinnen? Oh, Isaac macht sich schon bereit. Sie sind bereit. Ich bin bereit. Wir sind alle bereit. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns in der Fortsetzung wieder. Ich bin der 93 Turbo. I love the Nathaniel. Tschüss and goodbye.